Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle am Kopf. Ja, wir werden gleich schlafen. Und zwar für 60 Tage und für 21 Stunden, dass wir früh um 8.10 Uhr wach werden. Schlafen. Ja, wir wollen die Aussaat machen. Das heißt, es kommt Brocken und nicht Brocken. Ich glaube Brocken. Da gibt es nur vier Möglichkeiten: Weizen, Gerste, Roggen und Feldgras. Da haben wir Ende Oktober noch recht. Tummrig. Geld wurde nicht weniger. Gut. Gehen wir wieder raus, ne? Und dann fahren wir zum Feld. Ja, das ist zu sehen, das ist Herbst, ne? Und ich wüsste echt nicht, wie man das machen sollte mit Tieren, ne? Also ob das hinkriegen würden. Ich weiß es nicht. Ja, ich möchte mich schon mal bedanken für fleißige Sieht nicht gut aus. Er ist ja voll beladen, ne? Ja. Macht man auch normalerweise nicht. Sie sind genau neben dem Stall, da sind die Fliegen. So, wie sieht aus? Spritmäßig? C, das kann man innen drin nicht erkennen. Tank, aber das dürfte noch reichen. Wir fahren jetzt unserem Feld und machen, fangen wir erst an. Da kann man entladen, da kann man auch Saatgut entladen. Diesel. Licht? Ja. Noch dunkel, ne? Ha. Wir haben im Prinzip Oktober, den letzten Tag. Wir schauen mal, unsere Saat reinbekommen, ne? Rockensaatgut, was gewesen, genau. Wo ist hier irgendwo was gewesen? Aber das ist typisch. Bin da leicht vergesslich. Aber die Richtung hat schon gefasst. So. Kommen keine Autos? Nö. Wir müssen die Karte wieder anders machen, ne? Kurz ranfahren lassen, automatisch. Den Punkt. Weil dann löscht er sich vielleicht von alleine. Sonst wäre es, glaube ich. Ich muss hier suchen, wo es geht. Ich würde nämlich links anfangen. Weg. Sonst haben wir da eine Karte dauert diesen Punkt. Das ist ja auch nicht in Sinn und Zweck der Sache, ne? So, beginnen wir vorne links. So, da ist das automatisch. Wir brauchen unser Fahrspurassistent. Gehen wir die Außenansicht. Gerät klappt mal aus. Weg. Im reellen Leben wäre das so, dass der Bauer erst raufsteigen müsste und die Sicherung entfernen müsste. Das auch gehen würde. Dann geht es sicherlich hydraulisch. So, gut. P. Arbeitsbreite 5,10 Meter, stimmt das? Gehen wir aus, ne? So. Wir müssen mal ein bisschen vorwärts fahren. Da wird er auch sehen, ne? Wird passen müssen. Okay. Okay. Wir gehen ruhig ein bisschen breiter.
Ja, dass wir da oben ist 100%ig zu viel. Und da ist auch zu viel. Wir müssen mal ein bisschen weiter ausholen, dass wir da ein bisschen mehr sehen können. Ach, ich fange vorne links an. Ist im Grunde egal. Man könnte auch quer fahren, ne? Da wäre ja im Prinzip von der Fahrspur mal eine Abwechslung, ne? Das könnte man sogar machen, da haben wir sogar Platz. Ist aber auch schnell. So. Bremse. Das sind viele Geräusche vom Herbst sicherlich, ne? Krähen. Okay. Zack. Und wieder. Ah, war da was gewesen? Ein bisschen mehr links und passt das schon. Eine Handbreit, ne? So ungefähr, ne? So. Okay. So ein bisschen nach links. So kann das bleiben. So automatisch durch, ne? Kann man hier sehen, automatisch um die Spur. Assistent für die Fahrspur. Und jetzt gehen wir Richtung Gerätschaft. Und zwar Düngermenge. Ich habe noch viel Dünger im Boden drin. Das können wir auch hier reduzieren. Dann gehen wir runter auf 250. So. Einklappen nicht. Saatsystem anschalten. Düngersystem anschalten ist ganz wichtig. Entleeren. Teller Höhe anpassen. Kann ich irgendwo eine Einheit sehen? Wenn man sehen könnte. Eine Zahl wäre schön, also 15 cm oder 3 Meter oder so. Kann man nicht erkennen. So. Was ist da für eine Einheit? Stützfuß? Ne, brauchen wir nicht. Treppe ausklappen auch nicht. Tank leeren auch nicht. Düngemäßig, ja, okay. Dann rechtsklick. Ich glaube, das ist noch nicht angeschaltet. Ne? Geh mal auf V. Oh ja, geht rein. Und B. Format, ne? Nichts gegen selber Gas geben, aber das, ich sag mal ganz vorsichtig, das wird schwierig in der richtigen Geschwindigkeit, ne? Gut, anfangs haben wir ein bisschen wenig gewesen vom Feld, aber jetzt haben wir so, dass wir im Prinzip alles, was irgendwie noch stehen geblieben ist, beim Gruppe wegbekommen, ne? Rockensaat geht nicht rein. Aber Dünger geht rein. Das heißt, wir haben was verkehrt. Das bringt nichts.
aufwärts rausheben. Wir haben kein bisschen eingearbeitet. Ungünstig. Sollte man schon ein bisschen. Ja, hier war mit dem mal kurz deaktivieren. Also wir haben im Prinzip kein. Man sieht ja auch im Prinzip. Auch die Zeigerspuren müssten eigentlich weggehen normalerweise. Und wir müssen mal sehen, dass ein bisschen mehr nach rechts rüberkommen, nicht? Also nach links. Bisschen zurück. Bremse. Ja. Schon so lange her, ne? So. So, V. Runter geht schon mal. Aber vorne nicht, ne? F2. Ach, hier, guck hier. Dünger ist an, aber. Das war nicht an. Tiefe haben wir auch gemacht. Ja, das war ja. So, hoch. Runter. Ich habe B angeschaltet und da war Prinzip. Jetzt müssen wir gucken, ob jetzt Sacket aufwärts geht, ne? Mal zurück, wenn wir mal hier Lenkrad anschalten, ne? Und war das nichts hier mit O. Und dann. Auf geht's. Schwieriger Start. Jetzt wird auch die Saat angebracht. Können wir F2 deaktivieren. Und mal ganz kurz. Können wir nebenbei machen. Karte verankern und kleiner machen. Die Größe. Ja, Brocken geht in die Erde rein jetzt. Jetzt klappt das auch. Dünger geht auch rein. Wo fallen wieder zu viel Dünger gemacht an Ecke? Na gut. Ist halt so, ne? Und wir haben mit dem B Grunde das wieder ausgeschaltet. Weiß nicht genau, wie tief er das jetzt macht. Ja, ich weiß, wenn wir ein bisschen weit nach rechts rüber kommen, aber das ist ja in dem Falle ganz gut. Das ist ja die alte letzte Torreste und weg geht. Ne? Falls mal was ausgekeimt wäre am alten Weiz, wäre der dem Augenblick abgetötet. Ne? Wenn wir hier mal ganz kurz ein bisschen Plus waren. Wir heben halt nur an, ne? Wenn man jetzt nicht also ausschalten. Das haben wir ungefähr ausgesagt. 65. 45, ne? So, Lenkrad ist aktiviert. V runter. Und dann. Das war die zweite Spur. Gut, dann müssen wir nachher nochmal die nächste gleich nehmen. Weiß nicht genau, wie tief der Gruppe überhaupt geht. Also kann nicht tief sein normalerweise. Aber wir haben gelockert. Der Traktor geht tief in die Erde rein. Ist halt so, ne? Dass die Gruppe sind auch im Prinzip. Das müssen wir ja im Prinzip den Boden. Da wo die ja, Maschinen laufen halt. Dieselben Spuren, ne? Da wird nicht so viel verdichtet.
Gute Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao ciao. Und ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Jo. Natürlich freue ich mich immer, wenn jemand da ist und mal reinschaut. Immer gerne gesehen. Wenn ihr was sehen wollt oder was Wünsche habt, einfach einen Kommentar reinschreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.